So, hey, ihr braucht einen Ball, dazu über den Kopf halten. Und wir haben hier wieder einen Metermaßstab. Den benutzt du mal ein bisschen als Koordinationsleiter. Ihr klebt euch den so, immer zwei Stück gerade, dann zwei hoch, zwei gerade, zwei runter, zwei quer. Dann habt ihr hier so ein schönes Rechteck, legt euch das hin. Wir machen gleich zwei verschiedene Übungen für die Beine. Es geht ein bisschen auf Tempo. Bei allem ist hier wieder schön unser Ball über den Kopf so aufgerichtet, Ellbogen nach hinten und der Ball schwebt hier über dem Kopf. Die erste Übung, ich mache es mal langsam vor, die geht immer in ein paar Schritten. Ihr fangt am einen Ende von eurem Metermaßstab hier an, mit einem Kacheln, und es geht immer. Ein Tack, 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 so vier Schritte. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zurück, rüber und hier rüber, dass ihr so ein Muster lauft. Vor, Seite, vor, rück, Seite, zurück. Am besten ohne nach unten zu gucken, immer hier aufrecht bleiben. Ich mache es mal ein bisschen schöner. Hier geht es ungefähr gleich in dem Tempo mit der Musik. Immer in kleinen Steps, tack, 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 die Füße wie so eine Nähmaschine. Das machen wir im Wechsel mit einer zweiten Übung. Die zweite Übung ist dann einfacher, die bleibt hier gleich. Ihr seid hier in dieser mittleren Kachel und macht dann einfach zur Seite, Mitte, zur Seite. Und die Füße immer klein, klein, klein. Ich starte die Musik und der Rest ergibt sich von selbst. Ja, du musst da laufen.
aufrecht. Und schneller.